Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Heute möchte ich euch eine Humperbox Dice-Set vorstellen. Das ist ein älteres Schätzchen, was ungefähr vor 5 Jahren Tonic Studios präsentiert hatte. Also, das gibt es so gar nicht. Also, ich habe Glück gehabt auf eBay zum Beispiel. Da habe ich das günstig ergattern können. Und ja, das ist heute an der Reihe. Ihr könnt daraus eine Box gestalten. Die ist ganz simpel zusammenzubauen, aber ich werde trotzdem ein paar Änderungen noch machen. Also diese Stegen, die werde ich komplett weglassen zum Beispiel, weil ich das soll wohl als Halterung da sein, dass das stabil bleibt, aber ich lasse es einfach weg. Wenn ihr gutes Grund Papier nimmt, also hier ist jetzt 300 Gramm Matur, dann reicht das vollkommen aus. Dann könnt ihr diese Stegen auch weglassen. Dann könnt ihr natürlich auch einen Werkzeugkasten gestalten. Das hat die liebe Kati von Facebook, die sagte sofort, ja, daraus könnte man sogar eine Werkzeugkiste gestalten, weil wir hier diese metallischen Verzierungen auch haben. Dann könnt ihr auch eine Handtasche gestalten. Oder was ihr auch gestalten könntet daraus, ist eine Postbox. Also das hat ja auch so dieses Optische dafür. Und genau, es ist ganz simpel. Das hat gerade mal 25 Stanzen. So schaut das Ganze aus. Da sind noch Blümchen noch zwischen. Denn ich habe hier auch noch eine Karte dazu gestaltet. Da ist dieser Rahmen oder dieser Anhänger. Genau. Und dann legen wir einfach mal los, ja? Wir fangen erst mit der Box an. Ich habe ja auch schon für die Karte schon was zurechtgeschnitten. Aber wir starten mit der Box. Das ist dieser Grundaufbau, den wir benötigen. Das ist einmal diese Stanze hier. Dafür brauchen wir zweimal. Und dann haben wir noch den Deckel, das sieht so aus, das brauchen wir einmal. Das war's schon. Natürlich noch eine Mattung habe ich noch ausgestanzt. Dann habe ich noch, das werde ich jetzt später hier gleich draufsetzen. Ihr habt natürlich, das habe ich hier zum Beispiel gezeigt, nicht gezeigt, gemacht, habt ihr natürlich auch solche Mattungen, wo ihr das hier draufkleben könnt. Aber das fand ich jetzt optisch nicht so schön, weil ich mochte diese Abschnitte einfach nicht. Wobei, sieht auch hübsch aus. Ich habe ja hier aber was zurechtgeschnitten, das zeige ich, das sage ich euch gleich, welche Maße ihr dafür benötigt. Und wir beginnen aber jetzt erstmal hiermit. So schaut das Ganze aus. Ihr legt das einmal so hin und das ist der Boden. Der muss jetzt einmal hier aufgesetzt werden oder aufgeklebt werden, so dass wir auch einen stabilen Boden bekommen. Da bringe ich jetzt schon mal Kleber auf. So. Genau an den Falzlinien entlang. Feste andrücken. Noch einmal umdrehen. Ich gehe gerne immer mit dem Falzband hier entlang. So. Das lasse ich jetzt erstmal in Ruhe anziehen. Hier bringe ich schon mal Designerpapier auf. Also mein Zuschnitt beträgt 12,7 mal 11,2 cm. Und das setze ich jetzt auch schon mal drauf.
Hier ist auch eine Naht. Ich hoffe, das kann man so sehen. Ich habe jetzt hier schwarzen Cardstock genommen. Das wird ja automatisch mit eingeprägt. Also da könnt ihr nichts falsch machen. Das setze ich jetzt einmal hier drauf. Auch hier gehe ich einmal mit dem Falzband entlang. So, und das lasse ich auch erstmal anziehen, weil wir müssen den Deckel ja einmal geschmeidiger machen, damit wir diese Rundung bekommen. Hier werde ich auch schon mal Deko-Elemente aufbringen. Das kommt nämlich hier hin. Das können wir nämlich auch schon mal machen. Sehr dünnes Papier, aber muss ja auch mal verbraucht werden. Das sind nämlich die Papiere aus diesen Magazinen. Aber ich fand das so schön zu dem Schwarz. Und dann habe ich noch hier Seitenelemente ausgestanzt. Sie sind im Set enthalten, so dass das passt. Da braucht ihr nichts zuschneiden jetzt. Jetzt muss ich gucken, das ist oben. Also es ist eine ganz einfache, simple Box, wenn mal jemand spontan, ist ja meistens auch so, ne? Spontan jemand Geburtstag hat. Und sowas ist dann halt schnell gemacht. Oder für Märkte. Jetzt bringen wir das hier schon mal zusammen. Da gehe ich jetzt alle Falzlinien nach. Und schon habt ihr die Box zusammengebaut. So einfach geht das. Das lasse ich jetzt auch erstmal antrocknen. Ich gehe jetzt einmal hier rüber. Und zwar gehe ich jetzt da, wo das Designerpapier ist. Entweder könnt ihr da jetzt mit dem Falzband entlang gehen oder ihr geht an der Tischkante entlang, weil es eine größere Fläche hat. Und dann könnt ihr das schon in Form bringen. Das knicke ich nur so ein bisschen an, denn das wird jetzt hier gleich reingeklebt. Oder drangeklebt. Wie habe ich das hier gemacht? Habe ich das innen oder außen? Außen. Und dann könnt ihr mit dem Falzbein hier nachgehen, feste andrücken. Und schon habt ihr das schon fast fertig. Hier bringe ich... Moment. Klebe auf an der Seite. Das wird jetzt reingeklebt. Ich habe es schon wieder vertan. Ich habe mich vertan. Natürlich. Also nochmal zurück. Das wird natürlich hier befestigt, an dieser Seite. Also einmal umdrehen bitte. Also die lange Klebeseite ist ja zum Reinstecken gedacht. So. Einmal fest andrücken. Und das wird nämlich jetzt hier so reingeschoben. Seht ihr? Genau. Ist nicht schlimm, ist nichts passiert. Hier könnte man jetzt noch ein bisschen das zu verdecken. Nehme ich jetzt hier nochmal ein bisschen Restpapier. Sieht man das nicht so sehr. So. Das weiß jetzt nur ich oder ihr.
Denn das wird nämlich jetzt hier so rein geschoben. So. Und dann hält das auch schon fast. Aber hier gibt es ja auch noch Verschlüsse. Das sind diese hier und das hier benötigen wir einmal. Ich gehe so vor, dass ich, ja, die Henkel müssen auch noch hier dran. Da kümmern wir uns gleich drum. Erstmal kümmern wir uns um die Schnallen hier vorne. Die werden hier dran platziert. Also nicht da, wo wir das dann reinstecken, sondern in etwa hier diese Position. Ich mache jetzt für euch jetzt hier so eine Markierung. In etwa. Ihr könnt das auch ausmessen. Ich mache das jetzt nach Augenmaß. So. Und dann bringe ich da schon mal Kleber auf. Ihr könnt auch Magnete nehmen, also das ist euch überlassen. Also hier habe ich jetzt noch, laut dem Video, was ich mir angeschaut habe, kommen da normalerweise noch so Stege rein. Das ist das hier. Das sieht so aus. Das stand sie insgesamt 6-mal aus und dann macht ihr wie so ein Fächer. Aber das lasse ich aber jetzt weg, weil ich fand das jetzt nicht so schön. Müsste fest genug sein. Und jetzt bringe ich das schon mal hier rein, also diese Schnallen. Dann habe ich es einfacher, um das festzukleben gleich. So. Jetzt schauen wir mal. Kann auch ein bisschen runter. Ich bringe jetzt nur an den Seitenkleber auf. Weil man will ja die Box ja noch aufmachen. So. Und drücke das einmal feste an. Das dauert jetzt ein bisschen, weil das jetzt dieses Miro-Papier ist, also dieses Glanzpapier. Und so sieht die fertige Box schon aus. Da gehe ich jetzt einmal hier mit dem Falzband entlang. Man könnte das jetzt hier an der Seite befestigen. Guck mal, ob das so klappt. So. Dann haben wir nämlich den gleichen Abstand. Und so habt ihr so ein kleines Köfferchen gestaltet. Hier ist das ein bisschen abgegangen. Es braucht noch ein bisschen, bis das anzieht. Aber macht jetzt nichts. Ihr habt ein bisschen mehr Zeit natürlich. Ich wollte euch auf jeden Fall den Grundschritt zeigen, wie man das ausdekoriert und wie man das zusammenbaut. Das ist mein Köfferchen. Und was ich auch immer dazu gerne mache, ist eine passende Grußkarte. So, meine Basiskarte beträgt die Maße 29,5 bei 14,7 gefalzt und 10,5 in der Breite. Und für innen habe ich noch einen Kartenaufleger zurechtgeschnitten. Und dann habe ich das gleiche Papier hier verwendet, was ich natürlich auch für die Tasche benutzt habe. Und dann habe ich hier ein paar Blümchen ausgestanzt. Die sind auch in dem Set hier enthalten. Sind drei
verschiedene Größen. So schauen sie aus. Und die habe ich auch angepasst zu dem Designerpapier. Dann habe ich hier so ein Ornament, hier so ein Anhängerchen. Das habe ich einmal in Weiß ausgestanzt und dann nochmal die Hälfte davon quasi in diesem Roseton, in diesem Miro Card. Denn ich möchte das Weiße hier abschneiden und das möchte ich dahinter setzen. Dann habe ich so einen Metallanhänger oben quasi dran. Jetzt habe ich hier noch die Blümchen. Da nehme ich einmal diese Schaumstoffmatte und mein Tool dazu. Da gehe ich jetzt einfach hier an den Blättern entlang. Einmal von hinten und dann gehe ich einmal von innen so rein. Dann habe ich so ein Mittelstück, damit ich das Rosa nochmal aufgreife. Einmal so ein bisschen drehen. Und das gleiche habe ich nochmal, das gibt es nochmal in klein. Habe ich in Schwarz ausgestanzt. Und die setze ich jetzt einmal zusammen. Das mache ich mit den anderen drei Blüten genauso. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nachdem ich die Blüten zusammengeklebt habe, lasse ich die erstmal da ein bisschen anziehen. Wir kümmern uns jetzt um diesen Anhänger. Und ich habe mir einen Spruch rausgesucht. Das hat die 3797. Da ist dieses für dich. Und das hat so eine schöne Größe, passt dazu. Genau. Das habe ich dafür ausgestanzt. So. Und hier habe ich jetzt noch einen Stempel verwendet. Das lasse ich jetzt weg. Ich mache da gleich was anderes hin. Auf jeden Fall setze ich das schon mal hier auf. Das setze ich etwas erhaben auf. Platziere ich einfach so ein bisschen hier unten rechts, mittig. Und dann setze ich die Blüten einfach hier verteilt drauf. Kann auch ein bisschen flach aufgeklebt werden. Eins hier unten. So, die Karte ist fast fertig. Da fehlt noch so ein bisschen Deko-Zeug. Du machst so ein paar Spritzer hier drauf. Gold geht ja immer. Seht ihr? Und da hat man dann so ein paar Sprenkels drauf. In der Blumenmitte fehlt ja auch noch was. Ich habe mir jetzt so ein paar rosane Töne rausgesucht. Vielleicht lasse ich das auch ein bisschen dezenter. Einfach so ein bisschen in der Mitte. So, das trocknet ja so ein bisschen transparent aus und hat so einen Jelly-Effekt.
Und dann habe ich hier noch schwarz, da wollte ich noch ein paar Pünktchen aufsetzen. Nicht allzu viel. Nur so ein Hauch. Einmal abklopfen. Und schon ist die Karte auch fertig. Ihr könnt das natürlich auch in zwei Farben mischen, ja. Das heißt, ich gebe jetzt hier auf das Flüssige nochmal so einen Roséton. Das geht natürlich auch. Dauert natürlich jetzt ein bisschen mit dem Trocknen. Seht ihr? Es gibt dann auch noch mal so ein Highlight obendrauf. Genau. Ja, das war mein Projekt für heute, für euch. Das ist die Hamperbox. Und ich hoffe, ihr habt die auch zu Hause ganz schnell gemacht. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Meine Stimme geht schon wieder fast weg. Und auch vielen Dank für die ganzen Genesungswünsche. Bei mir ist das momentan so ein Up and Down. Ja. Aber so ist das halt. Das ist die Realität bei mir. Ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Video und eure Melanie, bis bald. Tschüss.